Houston, wir haben ein Problem. Ja, ich habe jetzt diesen Part jetzt schon mehrmals angefangen, denn jedes Mal, wenn ich irgendein Objekt mit der Katze benutze, ja, friert mir das Spiel ein und ich kann nichts mehr machen. Ich habe daraufhin nachgeschaut in der Lösung, was ich jetzt hier genau machen muss. Und eigentlich war das schon alles richtig. Ich muss nämlich den Schlauch hier wieder abmontieren und genau das macht Ich habe George gerade nicht. zufällig keine Fahne bei mir, also muss der Fahnenmast wohl nackt bleiben. Genau, der Fahnenmast ist nicht nackt. Das dürfte jetzt gar nicht kommen, diese Ein Aussage. Fahnenmast, einer von zweien. Und ich kann tatsächlich den Schlauch nicht abmontieren. Ach du, ach, ich bin doof. Ich muss hochklettern und den Schlauch unten anwählen. Ach, das ist doch bescheuert. Tut mir leid. Also, ja, das war natürlich mein Fehler. Letztendlich wusste ich ja, was zu tun ist. Ich war nur der Meinung, ich muss den halt oben, ja. Lassen wir das, okay? Es tut mir leid. Also ich wollte jetzt auch wirklich nicht nachschauen, weil ich nicht mehr weiß. Also ich wusste schon nicht mehr weiter, aber ich dachte wirklich, ich habe das Problem mit dem Bug, weil mir halt auch immer das Spiel eingefroren ist. Und zwar war das so, ich habe jetzt zum Beispiel versucht, mit dem Ball nach der Katze zu werfen. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, dann stand hier oben Katze. Mein Mauszeiger ist verblasst und ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte kein Inventar anwählen, ich konnte keine Einstellungen anwählen, ich konnte die Katze nicht anwählen. George hat nichts getan. Und ja, egal. Reden wir nicht weiter drüber. Jetzt benutzen wir hier den Schlauch an der Astgabel. Ich habe Schluck auf. Dann benutzen wir den Ball mit dem Schlauch. Ich lege den Ball in die Schleuder. Das war ja auch mein Plan, den So hatte ich ja sorgfältig? ursprünglich. Jawohl. Genau. Okay, dann war es eben ein Glückstreffer. Aber ich habe die Theodolitenmarkierung sauber von der Spitze des Fahnenmastes geschossen. Und ich schätze mal, Bronson wird nicht begeistert sein. Richtig, der kommt da schon angetrabt. Und das heißt jetzt für mich, ich kann einen Blick auf die Pläne werfen. Na? Während Bronson die Markierung wieder befestigt. So stelle ich mir das jetzt vor. Was zur Hölle geht hier vor? Ja, Bronson. Ihnen auch einen schönen guten Tag. Sie schon wieder. Haben Sie an meiner Theodolitmarkierung rumgemacht? Wo ist die denn? Ich musste schon mal zum Fenster rausklettern, um sie anzubringen. Verdammt, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Aber nicht jetzt. Das Haus ist verschlossen und die Schwestern sind nicht da. Elender Mist. Ich muss meine Reservemarkierung an dem anderen Flaggenmast anbringen. Einen ganzen Morgen umsonst gearbeitet. Ich mache das alles fertig hier und dann mache ich Sie fertig. Darauf können Sie sich verlassen. Ach, wirklich? Na schön, ich warte. Ja, jetzt könnten wir eigentlich auch einfach die Leiter umkippen, dann wären wir das Problem Bronson los. Der macht sich ja eigentlich ganz gut da unten. Wir nutzen aber natürlich die Gelegenheit und werfen einen Blick auf die Pläne. Obwohl ich jetzt nicht wüsste, warum wir dann dadurch ins Haus reinkommen sollten. Aber zumindest kann es jetzt ja nicht schaden. Ich muss einfach einen Blick auf diese Baupläne werfen. Ja, dann mach das doch. So, fertig. Und was hat's mir jetzt gebracht? Ach komm schon, Georgie. Hey, hauen Sie da sofort ab! Ach, da oben ist er. Und bleiben Sie auch weg davon. Also das alleine bringt mir jetzt anscheinend auch nichts. Halt, nein, 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 nein. Ich will nochmal durch den Tier, du. Ups, was liegt denn da? Kann ich den einpacken? Tatsächlich. Er kriegt zwar mit, dass ich einen Blick auf seine Pläne werfe, indem ich da unter dem Dach stehe, das sieht er dann. Aber dass ich den Theodoliten einpacke, das interessiert ihn gerade nicht so sehr. Die machen es mir jetzt aber auch wirklich nicht leicht hier. Ich bin immer noch so ein bisschen gefrustet wegen diesem Fehler gerade eben. Ich hoffe, das war jetzt nicht wirklich schlimm. Können wir mit ihm reden? Wollen wir mit ihm reden? Eigentlich nicht. Können wir ihn abschießen? Nein, wir haben ja keinen Ball mehr. Was mache ich denn jetzt mit dem Theodoliten? Bronsons Theodolit. Ja, wie schön. Was mache ich denn jetzt damit? Damit komme ich ja nicht ins Haus rein. Der Reiz des Neuen, mal mit einem Fahrradreifenschlauch in der Tasche rumzulaufen, ist verflogen. Ich lasse ihn einfach hier.
Dann habe ich ja eigentlich nur noch die Option, nochmal mit Rio zu reden. Ein ewiges Hin- und Hergerenne, nur damit ich in das Haus reinkomme. Und ich hoffe doch wirklich stark, dass wir das in dieser Folge schaffen oder dass wir überhaupt irgendeinen wirklichen Fortschritt mal erzielen. Hallo, George. Mein Gott. Der ist ja schlimmer als Lara. So. Hat Rio irgendwas zu sagen? Sonst will ich von Rio eigentlich nichts mehr wissen. Was mache ich jetzt mit dem Theodoliten? Wozu soll der gut sein? Kann ich den mit dem Fischernetz benutzen? Nee. Hätte mich auch gewundert. Ich hätte jetzt da auch keinen Sinn drin gesehen. Was ist denn, wenn ich jetzt nochmal zu den Plänen gehe? Dann wird wahrscheinlich... Ich muss einfach einen Blick auf diese Baupläne werfen. Bronson gleich wieder hier... Genau, da oben bewegt sich was. Jetzt schreit er uns gleich wieder zusammen. Vielleicht sieht er dann, dass wir den Theodoliten... Hey, hauen Sie da sofort ab! ...geklaut haben. Nö, das sieht er nicht. Und bleiben Sie auch weg davon! Ja, ist ja gut. Aber was mache ich denn jetzt? Kann ich das vielleicht austauschen? Die Pläne mit dem Artikel der Sonnenfinsternis oder so? Nö. Was sagt er denn sonst noch? Die Baupläne. Ja. Hier kann ich nichts mehr tun. Ich könnte jetzt ein blödes Wortspiel bringen bezüglich eines Fahrradschlauchs und dass wir auf dem Schlauch stehen, aber mir fällt da nichts Geistreiches ein, sodass das dann auch gut rüberkommt, deshalb lasse ich das. Kann ich vielleicht jetzt die Leiter wegnehmen? Ja, kann ich. Sehr schön, jetzt... Was liegt an, Bronson? Hängen Sie einfach so rum? Dafür bringe ich Sie um, Stobbart. Holen Sie mich hier runter. Du brauchst doch nur loslassen. Damit Sie mich besser umbringen können. Sie haben mich gerade überredet, Sie lieber noch etwas hängen zu lassen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, Bronson da oben hängen zu lassen. Nicht wirklich. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Wir krallen uns jetzt die Markierung. Die Markierung ist ein helles, glitzerndes Ding. Und ich habe eine geheime Schwäche für helle, glitzernde Dinger. Das Schöne ist ja jetzt, solange er da hängt, kann er uns ja nicht davon abhalten, die Pläne anzugucken. Und wenn er runter will, muss er einfach nur loslassen. Jetzt kann ich die Pläne nehmen. Ah, ich will sie gar nicht anschauen, ich will sie mir gleich klauen. Auch nicht schlecht. Nachdem Bronson aus dem Weg geräumt ist, kann ich endlich einen ungestörten Blick auf die Pläne werfen. Bauzeichnungen von Architekten sagen mir eigentlich nicht viel, aber so viel verstehe ich. Das hier sind Pläne für ein fünfstöckiges Luxus-Piratenhotel mit 200 Zimmern. Ein weiterer Fleck auf dem weißen Tischtuch des Paradieses. Ja, was macht er jetzt mit den Plänen? Will er das vielleicht den Cat-Schwestern zeigen? Damit sie ihm etwas wohlgesonnen sind und ihn ins Haus lassen? Dazu müssten sie aber erstmal wieder da sein. Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich die Pläne, jetzt komme ich... Ach, jetzt sind sie wieder da. Wieso hängt Mr. Bronson da am Flaggenmast? Das ist besser, als wenn er rumläuft. Er ist da ganz alleine hochgeklettert. Dann helfen Sie ihm, Sie dummer Mann. Schnell, bevor er runterfällt. Oh. Ich möchte Sie gerne auf die Pläne ansprechen. Hi, dürfte ich fragen, ob... Ach, hören Sie doch auf. Helfen Sie lieber dem armen Mr. Bronson. Ja, kann ich nicht. Ich kann nämlich die Leiter nicht mehr benutzen. Was ist denn, wenn ich jetzt sie direkt mit den Plänen konfrontiere? Hier, Bronsons Pläne. Ja. Vielleicht wollen sie ihn dann doch lieber hängen lassen. Das sagt mir alles nichts. Sie hat ihre Lesebrille nicht auf. Ah, warten Sie mal. Ja, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich alles ganz klar. Der Mann plant, ein riesiges Hotel zu bauen. Bronson hat unser Vertrauen schmählich missbraucht. Mina, man wollte uns reinlegen. Bin ich froh, dass wir seinen Vertrag nicht unterschrieben haben. Oh, ich hasse Vertrauensmissbrauch. Besonders schmählichen. Komm mit, Mina. Was machen Sie denn jetzt? Vermöbeln Sie ihn jetzt? Es sieht fast so aus. Mr. Bronson? Sie dürfen sich ab sofort als Persona non grata betrachten. Jawohl.
Kave Kanem. Bitte lösen Sie sich freundlicherweise auf der Stelle von unserem Flaggenmast und entfernen Sie sich von unserem Grund und Boden. Dalli, Dalli, lösen und entfernen. Hey, hören Sie damit auf, Sie verrückte alte Schachtel. Wie können Sie es wagen? Mina ist nicht verrückt. Sie ist nur auf charmante Weise etwas exzentrisch. Klar, wie eine fliegende Kuh. Autsch! So schön der Ausblick hier auch ist, wäre ich Ihnen doch sehr dankbar, wenn Sie mich jetzt ins Museum ließen. Aber sicher, junger Mann. Na also. Wir sind Ihnen zutiefst verbunden, dass Sie diesen Bösewicht entlarvt haben. Mina hat das Schloss. Ja, und Bronson können wir ja noch eine Weile hängen lassen. Vielen Dank, meine Damen. Na, Stopper, endlich. Seien Sie ein Mensch. Schaffen Sie mir diese Harpyien vom Hals. Harpyien heißt es, egal. Autsch! Oh, wir dürfen ins Haus. Ich hatte es ja versprochen. Och nö, gleichzeitig in London. Ich hatte doch versprochen, dass wir... In der Karibik die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, wäre ich nicht. Es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber ich will mit meiner Suche nach dem Jaguarstein im Britischen Museum beginnen. Also doch in London. Und ich dachte, sie geht nach Spanien. Aber egal. Toll, jetzt hängen wir im Britischen Museum fest. Ich wollte doch in das andere Museum, ich wollte doch ins Haus rein. Aber immerhin haben wir einen Fortschritt. Okay, hier gibt es allerlei zu entdecken. Wir sprechen erstmal mit dem Schrank. Nein, ich wollte mit ihm sprechen, mit dem Museumswärter. Kann ich Ihnen helfen, Miss? Ach, der wirkt auch schon wieder so sympathisch. Haben Sie jemals von einem englischen Schiffskapitän gehört, der El Draco hieß? El Draco? Klingt nicht gerade sehr englisch, was? Eben. Ich glaube, so haben ihn nur die Spanier genannt. Das war etwa in der Zeit der Konquistadoren. Im 16. Jahrhundert? Ach, dann weiß ich. So haben die Spanier Sir Francis Drake genannt. Francis Drake? Haben Sie irgendetwas hier, was ihm gehört? Allerdings, junge Dame. Wir haben ein paar Artefakte hier, die er von einer seiner Reisen mitgebracht hat. Vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen. Sir Francis Drake, ja, das sollte natürlich jedem etwas sagen. Und ist ja so eine Art britischer Nationalheld schon fast. Und anscheinend gibt es hier also Artefakte von Francis Drake. Natürlich weiß ich, dass es nicht die großen Statuen sind, aber ich muss mir ja trotzdem alles anschauen. Vielleicht muss ich ja wieder mal alles in Schutt und Asche legen. Sie macht mich irgendwie nervös. Ja gut, ich lasse jetzt mal kurz die Statuen sein, obwohl ich gerade noch was anderes gesagt habe. Ein kleines, glattes Viereck aus poliertem Obsidian. Überhaupt nicht das, was ich suche. Der Beschreibung nach ist das der Wahrsagespiegel, den Sir Francis Drake Dr. John Dee geschenkt hat. Okay, hier ist jetzt nichts. Wie gesagt, die Statuen lassen wir mal kurz. Diese Vitrinen auch. Ich möchte jetzt schon erstmal gezielt... Moment, da vielleicht? Gezielt nach dem Stein suchen. Dieser Stein ist von der Größe und vom Stil ja identisch mit dem Kojotenstein. Nur trägt dieser Stein das Abbild eines Jaguars. Ja, passt doch. Nimm mit. Ja, wie komme ich da jetzt ran? Mädchen, oh Gott, die kichern bestimmt wieder rum, so wie damals die Bonjour in der Galerie. Könntet ihr mir vielleicht helfen? Oh, hallo, Gutseimas. Was gibt's da zu lachen? Oh Gott, das sind die gleichen. Okay, schon gut. Das ist die gleiche Lache. Erinnert ihr euch noch an die Galerie Glees im ersten Teil? Nee, war ja gar nicht im ersten Teil, war doch in diesem Teil. Ja, das sind die gleichen Touristenmädels, mit denen wir nichts anfangen können. Ich nehme an, dass ich mich nicht einfach nur hinter dem Vorhang verstecken kann. So einfach wird's wohl nicht werden. Ja. Entschuldigen Sie, Fräulein, die Ausstellungsstücke bitte nicht berühren. Ich muss jetzt natürlich irgendwie an diesen Stein kommen. Wahrscheinlich muss ich ihn jetzt nochmal darauf ansprechen. Oder ist ein Telefon? Wen darf ich denn da anrufen? George hängt ja in der Karibik fest. Vielleicht, Lobineau? Ich spreche jetzt gerade nochmal kurz mit dem Museumswärter. Ob er mir den Stein ausleiht, kann ich voll vergessen. Können Sie mir etwas über den Stein mit dem Jaguar darauf erzählen? Den sogenannten Jaguarstein hat Sir Francis Drake aus Amerika mitgebracht. Wie Sie ja schon wissen, hat er ihn zusammen mit dem berühmten Wahrsagespiegel John Dee geschenkt. Was ist dieser Wahrsagespiegel? Ein kleines Viereck aus poliertem Obsidian. Gehörte den Maya.
Und was tut er? Naja, ist so eine Art Kristallkugel. Nur flach und schwarz. Und man sieht nichts darin. Der alte Dee hatte einen Assistenten, der behauptete, er könne durch ihn mit den Engeln sprechen. Ich persönlich glaube, er hat Dee nur auf den Arm genommen. Der alte Verrückte mochte den Stein aber nicht, hielt ihn für Teufelswerk. Kommen Sie mit, junge Dame. Ich zeige Ihnen den Spiegel. Ich habe schon... Ach, was egal. Vielleicht ist dieser Wahrsagespiegel gar nicht so uninteressant für uns. Da ist er. John Dees berühmter Wahrsagespiegel. Ein Geschenk von Francis Drake. Wissen Sie, ob es irgendeine Verbindung zwischen diesem Spiegel und Tezcatlipoca gibt? Bitte wem? Tezcatli? Das kann ich ja noch nicht mal aussprechen. Ah, da ist jemand, der Ihnen da besser weiterhelfen kann als ich. Diese junge Dame hat ein paar Fragen, Professor. Ich glaube, sie ist aus Frankreich. Professor Aubier. Was? Sie beide kennen sich wohl schon, wie? Entschuldigen Sie mich. Das Telefon. Ich frage mich, ob wir jetzt in Schwierigkeiten sind. Wir treffen uns wieder. Mademoiselle, Frankreich? Ja. Ich glaube, da wohnen Sie doch auch, Professor. Ich habe ein Haus dort in einem Vorort von Paris, aber ich bin seit Monaten nicht mehr da gewesen. Was können Sie mir über den Jaguarstein sagen, Professor? Er ist aus Obsidian, aus der Region Chichen Itza. Ich stehe jetzt wieder mal ein bisschen auf der Leitung. Professor Aubier, Ihr Taxi ist da. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, ich habe etwas Dringendes an den Docks zu erledigen. Da wird er wahrscheinlich wieder irgendwelche Artefakte verschieben. Ja. Also ich hätte jetzt ganz gerne beides. Ich hätte auch gerne den Wahrsagespiegel. Können Sie mir ein paar Fragen zum Jaguarstein beantworten? Nein. Selbstverständlich, junge Dame. Wenn Sie einmal hier langkommen würden... Na komm, hau deine Infos raus. Er ist weg. Irgend so ein Penner hat ihn mitgehen lassen. Wie, mitgehen? Was? Gestohlen, Fräulein. Aber keine Bange, der stille Alarm ist dann ja ausgelöst worden. Ich fürchte, hier darf niemand raus, bevor nicht unser hochspezialisiertes Sicherheitsteam hier ist. Wie lange werden die hierhin brauchen? Könnte eine Weile dauern. Ich glaube, die machen gerade Teepause. Bis dahin könnte der Dieb ja kilometerweit weg sein. Machen Sie sich darüber mal keine Sorgen, junge Dame. Versuchen Sie nun nicht, das Gebäude zu verlassen. Es kann einfach kein Zufall sein, dass der Stein genau zu dem Zeitpunkt verschwunden ist, als Aubier auftaucht. Ich kann hier nicht abwarten, bis das hochspezialisierte Sicherheitsteam seinen Tee geschlürft hat. Ich muss ihm nach. Ach du liebe Zeit. Ui, was war das? Moment. Es dürfte weniger verdächtig wirken, wenn ich mich von der leeren Vitrine fernhalte. Ich dachte, vielleicht können wir da ein Beweisstück sichern oder so. Moment, wo geht's da denn noch hin? Tut mir leid, junge Dame, aber ich muss Sie bitten, hier zu bleiben. Aber Sie verdächtigen doch nicht etwa mich, den Stein gestohlen zu haben. Nein, aber Sie müssen bei der Polizei Ihre Aussage machen. Sie sind eine Zeugin. Na, hervorragend. Was haben wir hier? Wieder einen Schrank, mit dem ich wahrscheinlich nichts machen kann. Damit habe ich jetzt gerade nicht gerechnet, weil ich jetzt überhaupt nicht wusste, dass das passiert. Und wir müssen schon wieder die Folge beenden und wir haben unser Scheißmuseum in der Karibik immer noch nicht betreten. Oh Mann, diesmal mache ich keine Versprechungen mehr. Habe ich irgendwas? Was habe ich denn in der Handtasche? In meiner Handtasche ist nichts Brauchbares drin, nur eine einsame Haarspange. Für ihre scheiß Frisur. Kann ich damit vielleicht die Vitrine öffnen? Sowas würde George tun, ich nicht. Warum nicht? Ich muss ausnahmsweise nicht telefonieren. Okay, das schränkt meine Möglichkeiten hier schon ziemlich ein. Sie weigert sich, die Vitrinen aufzubrechen. Sie kann den Raum nicht verlassen. Mit dem Vorhang können wir wahrscheinlich auch nichts machen. Nee. Entschuldigen Sie, Fräulein. Ja. Ausstellungsstücke bitte nicht berühren. Okay, gut. Das Problem in diesem Museum lösen wir in der nächsten Folge. Und das Problem mit dem nächsten Museum ist, dass wir noch gar nicht drin sind. Das lösen wir dann hoffentlich auch in der nächsten Folge. Jetzt reicht's mir aber langsam hier. Warum legt ihr uns da ständig Steine in den Weg? Ich will doch nur vorankommen, Mensch. Ja, dann bis morgen. Macht's gut. Tschüss.